Es ist noch nicht 19 Uhr. Aber jetzt ist es 19 Uhr. Aber der Romy ist so wunderbar auf meinem Schoß. Und er ist so süß. So eine zärtliche Katze. Hallo Rita. Dass ich dachte, ich fange schon mal an zu filmen. Es geht heute um das Thema Stress meistern. Deswegen fange ich vorher an zu filmen. Es geht um das Thema Stress meistern und überhaupt gar nicht um das Thema Essen eigentlich. Aber Stress ist im Allgemeinen das, was überhaupt dazu führt, dass wir dann zu Essen greifen und unseren Stress zu lindern. Und ich beziehe mich hier auf ein Buch, was ich gelesen habe, von dem Psychiater Dr. Roger Gold. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Shrink Yourself, und das ist wunderbar doppeldeutig. Denn zum einen ist das englische Wort für Seelenklempner Shrink, und das Wort Shrink bedeutet auch schrumpfen. So kann man sich seelenklempnern und schrumpfen gleichzeitig mit diesem Buch. Das ist die Idee dahinter. Hallo Susanne. Wunderbar, dass hier Leute dabei sind. Das war die letzten paar Male nicht so. Vielleicht liegt es am Freitagabend. Ich wollte eigentlich gestern dieses Video machen und habe es vergessen. Einfach. Und deswegen gibt es das heute. Oder vielleicht liegt es auch an dem Thema. Also, wir müssen irgendwie versuchen, unser Leben im Griff zu kriegen. Hallo Andrea. Und dafür hat Dr. Roger Gold ein paar Strategien zurechtgelegt. Und witzigerweise geht ungefähr ein Drittel davon um Geld. Wie kommt das? Unsere Hauptsorge ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten Geld. Geld ausreichend davon aufzutreiben, eine Arbeit zu machen, die man macht, weil das Geld reinkommen muss, die man sich nicht traut zu kündigen oder zu wechseln oder sonst was, denn man weiß ja nicht, was danach kommt. Also, er schlägt hier mehrere Strategien vor und sagt dann, man soll sich drei davon aussuchen und eine davon gleich morgen machen. Und ich fange jetzt mal an vorzutragen, was er denn da vorschlägt zum Thema Geld. Das eine ist ein Haushaltsbuch führen. Hallo Claudine. Beziehungsweise, ich finde Haushaltsbuch persönlich total sinnlos, sondern ein Budget zu haben, also zu wissen, so und so viel Geld bekomme ich jeden Monat oder bekomme ich nächsten Monat, und dann schon im Vormonat das Geld für nächsten Monat zu verplanen und sich an seinen Plan zu halten. Sich an Pläne halten kommt übrigens später nochmal. Das ist hochgradig wichtig, denn wenn man sein Geld im Griff hat und nicht das Geld einen im Griff hat, hat man wesentlich weniger Stress. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren oder so, als ich gerade in meiner ersten Wohnung wohnte, hatte ich immer dann, wenn mir mein Geld ausging, den meisten Hunger. Das ist mir damals schon aufgefallen. Da habe ich schon gedacht, das ist ja irgendwie komisch. Naja, okay. Dann soll man natürlich innerhalb dieses Budgets bleiben, ne? Habe ich gerade gesagt, diesen Plan einhalten. Drittens sollte man seine Rechnungen pünktlich bezahlen, denn unbezahlte Rechnungen sind auch hochgradiger Stress. Sprich, man muss sein Geld in den Griff kriegen. Irgendwie das. Man soll sich Gedanken machen, wie man Geld investieren kann und klug investieren kann. Man soll für seine Rente vorsorgen, beziehungsweise die planen, was man machen will. Man soll seine Steuern einplanen und diese pünktlich zahlen. Und man soll beim Einkaufen Prioritäten setzen und sich wirklich fragen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Ich habe selber erst vor 2 Jahren angefangen, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Vorher hatte ich nie welches, aber auch vor 2 Jahren hatte ich eigentlich keins. Meine Eltern haben mir nicht beigebracht, wie man mit Geld umgeht, obwohl mein Vater das sehr gut weiß. Und mein Vater hat mir dann im Zuge meines Lebens auch noch dauernd vorgeworfen, dass ich nie gelernt hätte, mit Geld umzugehen. Und ich habe mir das angezogen. Mir, für mich, ich dachte, ich bin schuld, dass ich das nicht gelernt habe. Genauso ein Gefühl hat er mir gegeben. Das ist Blödsinn, er hat es mir nicht beigebracht. Und dann bin ich gefeuert worden von Dance vor 2 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich da mal irgendwie das in den Griff kriegen. Habe mich mit YouTube und Sparen auseinandergesetzt, also mit irgendwelchen Leuten, die Sparvideos auf YouTube drehen, und bin da auf Dave Ramsey gestoßen. Dave Ramsey ist ein amerikanischer Personal Finance Guru quasi, der seit 30 oder 35 Jahren eine Radio-Talkshow, eine Radioshow dazu macht und Leuten beibringt, wie sie ihr Geld im Griff kriegen. Und das ist so banal. Und gleichzeitig ist alles, was der erzählt, total anwendbar auf Geld, auf Essen.
Weil Geld und Essen ja eigentlich verwandt ist. Am liebsten würden wir alles essen und alles kaufen. Oder? Nur beim Kaufen, da setzt uns zumindest in Deutschland eher jemanden Riegel vor als in den USA. In den USA kann man tausende Dollars auf Kreditkarte, ohne dass man überhaupt irgendwelche Sicherheiten anbieten kann, aufnehmen und dann kaufen, kaufen, kaufen. Und schuldenlos werden ist schlussendlich genau wie abnehmen. Für Vermögen sorgen ist genauso wie für seine Gesundheit im Alter sorgen. Planen, Geld planen ist genau wie Essen planen. Das braucht alles seinen Platz. Wenn wir uns nicht um Essen kümmern und wenn wir uns nicht um unser Geld kümmern, dann ist unsere Zukunft nicht gesichert. Das muss beides hinhauen. Und in dem Moment, wo man sich mit Geld auseinandersetzt, beziehungsweise sein Auskommen hat und sich mit diesen Dingen beschäftigt, fragt man sich im Zuge natürlich auch, okay, und was ist denn mit meinem Job? Reicht mein Job aus, mir das Geld zu schaffen, was ich brauche? Reicht mein Job auch aus, um mir vielleicht für die Zukunft Geld zu sichern, dass ich jetzt was auf Seite legen kann? Und wenn dem nicht so ist, muss man sich vielleicht mal fragen, okay, vielleicht muss ich mir einen anderen Job suchen, vielleicht brauche ich eine zusätzliche Ausbildung, um mehr Geld zu bekommen, vielleicht sollte ich meinen Chef mal nach einer Gehaltserhöhung fragen und vielleicht muss ich auch einfach nur verhandeln lernen, was viele Frauen einfach überhaupt gar nicht können, auch zu ihrem Chef hinzugehen und zu sagen, ich will das und das Geld haben. Habe ich auch noch nie gemacht übrigens. Lerne ich aber gerade, jetzt das nicht bei Dave Ramsey, sondern bei Natascha Wegelin, die auch als Madame Moneypenny unterwegs ist im Internet und Frauen beibringt, wie diese mit Geld umgehen lernen. Denn ein Mann ist keine Altersvorsorge und da Frauen häufig in Teilzeit arbeiten, haben die weniger Rentenansprüche und steuern damit auf die Altersarmut zu. Und damit das nicht passiert, muss Frau vorsorgen. Und damit wir im Alter nicht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und sonst was bekommen, müssen wir ernährungstechnisch vorsorgen. Das sind alles Sachen, um die man sich jetzt kümmern muss, um seinen Stress in dem Bereich zu reduzieren. Und jetzt habe ich 7,5 Minuten über Sachen geredet, die überhaupt nicht meiner Expertise entspringen, was ich aber aus eigener Erfahrung total unterschreiben kann. Das gibt so viel mehr Ruhe und Sicherheit, sein Geld in den Griff zu haben. Für jetzt und für später. Und dann kommen wir zu anderen Themen, hauptsächlich Sachen, die wahrscheinlich unter das Thema Persönlichkeitsentwicklung fallen würden, denke ich. Nämlich zum Beispiel definieren, was man will und was man braucht. Ich habe für den Challenge-Online-Kurs heute ein Video gedreht, wo es darum geht, dass die meisten Esssüchtigen People-Pleaser sind. Also Leuten gefallen wollen, es Leuten recht machen wollen. Das schon von klein auf. Ich gehöre definitiv auch dazu. Ich habe immer versucht, allen Leuten alles recht zu machen und es war alles nie genug. Es war immer falsch. Ich war stets unzulänglich, egal was ich gemacht habe. Was macht man dann? Essen. Denn wenn Anerkennung nicht von außen kommt oder so, dann muss man halt irgendwo anders seine guten Gefühle herkriegen. Das ist aber nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist in dem Moment, wo wir ein schlechtes Gefühl haben, uns zu fragen, was ist denn los? Und was können wir machen, um das zu verändern, um unsere Situation zu verändern, um nicht mehr in diese Situation reinzukommen und ähnliche Sachen. Und sich aber auch zu fragen, was will ich denn wirklich? Was würde mich denn glücklich machen? Und in dem Moment, wo wir das wissen und vielleicht auch einen Plan finden, dahin zu gehen, eine Vorstellung davon haben, fängt unser Belohnungssystem schon an, Dopamin auszuschütten und uns zu motivieren, das auch zu machen. Also wenn wir uns nicht auf den Arsch setzen und uns Gedanken darüber machen, was wir denn eigentlich wollen, haben wir keine Chance, auf natürliche Art und Weise Dopamin auszuschütten und unser Belohnungssystem zu aktivieren und motiviert zu sein. Und dann kommen wir natürlich nicht vom Fleck. Dann sitzen wir die ganze Zeit da, sind frustriert, haben schlechte Gefühle und essen, anstatt jetzt irgendwie was zu machen, was zu unternehmen. Nächster Punkt ist nicht von anderen zu erwarten, dass die für einen sorgen, sondern selbst für sich zu sorgen. Der Deutsche meckert unglaublich gerne über alle Umstände und die Regierung. Die sind alle schuld daran oder der Boss ist schuld daran oder der Partner ist schuld. Es sind immer alle anderen Leute schuld, dass wir unsere Bedürfnisse nicht befriedigt kriegen. Und es ist natürlich auch häufig so, dass unsere Bedürfnisse direkt von anderen Leuten abhängen. Auch das macht uns gute Gefühle, Freundschaften zu pflegen,
Und eine gute Partnerschaft zu führen. Und wenn da der andere Partner gerade nicht mitmacht, ist das natürlich blöd. Also es ist auch von Natur aus blöd. Es erhält unsere Art, wenn wir uns mit anderen Menschen zusammentun, gemeinsam was machen, weil wir dann stärker sind. Wenn dann jemand nicht für uns da ist, sind wir natürlich schwächer. Aber wir können einfach nicht dauernd erwarten, dass andere Leute immer für uns da sind und uns helfen, wenn wir sie brauchen und unsere Bedürfnisse erfüllen. Wir müssen unsere Bedürfnisse auch lernen, selber zu erfüllen. Das ist schwer, aber auch da muss man sich wieder fragen, was ist denn mein Bedürfnis? Und wie kriege ich es denn erfüllt? Was brauche ich denn, um das zu erfüllen? Auch da hilft wieder nicht Essen, sondern sich Gedanken machen, was ist denn los? Das Belohnungssystem macht eigentlich alle Arbeit schon für uns und das Belohnungssystem ist universell. Das ist immer noch dasselbe, wie wir vor 100.000 Jahren hatten, aber es funktioniert auch in unserer Zeit. Wir brauchen uns nur fragen, wovon kriege ich gute Gefühle, wovon kriege ich schlechte Gefühle? Und dann müssen wir Sachen, von denen wir schlechte Gefühle kriegen, aus dem Weg gehen und uns den Sachen zuwenden, wovon wir gute Gefühle kriegen. Aber eben nicht Drogen. Das manipuliert das Ganze, sondern andere Sachen. Der nächste Punkt ist ein Punkt, den habe ich für mich angekreuzt. Das ist eigentlich der einzige Punkt, um den ich mich wirklich kümmern muss. Mich regelmäßig um den Haushalt kümmern. Ich vernachlässige meinen Haushalt nämlich hochgradig und dann lebe ich zu oft in einer Wohnung voll Chaos. Und den Haushalt, das ist wahrscheinlich das allerletzte, was ich mache. Wenn ich gerade nicht arbeiten gehen muss und nichts anderes zu tun habe, dann macht sich der Haushalt von selbst, dann habe ich auch Bock drauf. Aber wenn ich wichtigere Sachen zu tun habe, wie irgendwie PJ oder in der Pflege arbeiten, dann macht sich der Haushalt schwer. Und dann lebe ich im Chaos. Und die Außenwelt ist dann auch tatsächlich eine Entsprechung meines chaotischen Geistes in dem Moment. Und auch fühle ich mich auch nicht wohl. Also um da Wohlbefinden generieren zu können, könnte man regelmäßig dafür sorgen, dass die Wohnung in Ordnung kommt. Ich habe das schon mehrfach probiert. Ich habe das in den Kalender geschrieben. Und das versandet immer irgendwie wieder. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich das wieder auf der Mattscheibe habe, dadurch, dass der gute Roger Gold das hier anmerkt. Dann natürlich einen Plan machen und ihn auch umsetzen. Es ist unglaublich stressig, wenn man dauernd hinter seinen Plänen herhängt oder es nicht auf die Reihe gekriegt hat, man Leuten was versprochen hat und solche Sachen und es dann einfach nicht tut. Und das frustriert auch. Das frustriert nämlich genauso, wie wenn man sich vorgenommen hat, das und das zu essen und dann hat das nicht geklappt. Das ist Kacke. Man muss lernen, einen Plan zu machen und den auch umzusetzen. Und wenn das nicht klappt, muss man sich fragen, warum hat das nicht geklappt? Vielleicht habe ich zu eng geplant, zu eine schlechte Struktur gehabt. Alles war, ich habe mir nicht genug Raum gelassen. Ich habe eine Deadline gesetzt, die nicht realistisch ist. Und das sind auch alles wieder Sachen, die dann als nächstes kommen. Man muss sich disziplinieren und eine Aufgabe erledigen. Selbst wenn es manchmal keinen Spaß macht. Es gibt Studien darüber, dass disziplinierte Menschen glücklicher sind. Das liegt daran. Und glücklicher sein ist ja logischerweise auch wieder eine Ausschüttung des Belohnungssystems. Und wenn man sich um all diese Dinge in seinem Leben kümmert, mit Disziplin kümmert, hat man auch gute Gefühle. Und das ist überhaupt dann wieder eigentlich der Sinn des Lebens, ne? Gute Gefühle zu generieren aus dem Leben selbst und nicht durch Essen. So war das nie gedacht. Den Tag strukturieren. Auf das Thema Struktur bin ich schon oft eingegangen im Rahmen von ja, Depressionen und meiner Formulatur in der Psychiatrie, wo die auch es als super wichtig ansehen, den Leuten einen strukturierten Tagesablauf vorzugeben, an den sie sich halten sollen. Wir brauchen Struktur in unserem Leben, auch das, weil wir währenddessen einen Plan ausführen, weil wir diszipliniert sind und so weiter und so fort, macht uns das gute Gefühle. Und wenn wir dann abends ins Bett gehen und wissen, oh, ich habe heute alles gemacht, was ich geplant habe, macht das gute Gefühle. Was aber auch bedeutet, wir müssen realistische Deadlines setzen. Wenn ich jetzt denke, ich will von heute auf morgen Millionär werden und mein Geld in den Griff kriegen, ist das nicht realistisch. Das macht mir dann wieder Stress, weil es nicht realistisch ist. Und dann bin ich frustriert, dass ich es nicht schaffe. Was anderes, was ich weniger an mir kritisiere als an anderen Leuten, ist, pünktlich und zuverlässig sein. Ich finde, das ist in unserer Gesellschaft, besonders in Deutschland, finde ich, das ist ein Riesenproblem. Wir sind nicht mehr pünktlich, tüchtig, zuverlässig, ehrlich und so, sondern ich habe dauernd das Gefühl, ich kann mich auf niemanden verlassen und andere Leute sind einfach nicht pünktlich und wertschätzen meine Zeit nicht.
Ich bin aber sehr wohl so. Ich weiß manchmal nicht, warum andere Leute diesen Wert nicht teilen, aber passiert dauernd und dann, ja, ärgere ich mich. Ich bin aber selber pünktlich, weil ich mich gut fühle, wenn ich pünktlich und zuverlässig bin. Das ist für mich eine Charaktereigenschaft, die ich gut finde, wenn andere Leute die haben, und ich finde sie auch gut, wenn ich sie habe. Und wenn ich mich gut finde, macht mir das gute Gefühle. Es ist aber auch frustrierend, wenn andere Leute nicht dieselben Werte haben. Leider. Dann soll man auch, um weniger Stress zu haben, Hilfe akzeptieren. Wenn Leute kommen und mal nett sind und geben wollen und einen unterstützen wollen, man kann es ja nicht von denen verlangen, aber manchmal wollen sie das, sollte man dann nicht sagen, nein, 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 mach ich nicht, brauche ich nicht, kann ich alleine, sondern auch einfach sagen, ja, danke. Denn derjenige, der einem helfen will, der macht das ja auch, um gute Gefühle zu bekommen. Genauso wie Leute, die einem Essen schenken, die bekommen dadurch schon gute Gefühle. Da muss man nicht auch noch das essen, was die einem schenken. Aber das ist ein anderes Problem. Und dann sollte man vielleicht auch noch sich selbst einfach mal erlauben, albern zu sein und mal nicht die Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Einfach mal ne, locker sein. Einfach mal Zeit haben, in der man nicht alles verplant hat, ne, in seiner Struktur auch direkt Raum für Freiheit lassen und da dann einfach mal die Seele baumeln lassen und ganz locker sein. Als nächstes kommt realistische Ziele setzen. Das hatten wir schon mit den unrealistischen Deadlines vorher. Und dann Pflichten wahrnehmen, sodass ich mich gut fühle, wenn ich Spaß habe. Damit will er Folgendes sagen. Ich habe das wahrscheinlich aus dem Englischen blöde rausgeschrieben. Also, indem ich mich an die Aufgaben halte, die ich mir vorgenommen habe am Tag, also sprich, keine Ahnung, ich will heute das und das und das und das machen. Zum Beispiel ich mit dem Lernplan. Ich habe irgendwann mal letzten Sommer einen wunderbaren Tag gehabt. Da habe ich mich an meinen Lernplan gehalten fürs Staatsexamen und war damit durch um ungefähr 14 Uhr. Und letzter Sommer war ja so ein wunderbarer Sommer. Und dann konnte ich dann in die Stadt fahren und ein Eis essen und Kaffee trinken und Cocktail trinken. Was wahrscheinlich der Hauptgrund war, warum der Tag so toll war. Drogen. Aber dann kann man die Freizeit auch wirklich richtig genießen. Weil man weiß, man hat seine Aufgaben erledigt und man ist frei davon. Das ist auch ganz, ganz großartig. Und ja, Freizeit einzuplanen erlaubt einem auch mehr gelassen zu sein im Rahmen seines Tages. So, das war die Liste an Dingen, die man machen kann, um sein Leben in den Griff zu kriegen und dadurch quasi seinen Stress zu mindern. Das sieht für jeden Einzelnen anders aus, aber die Quintessenz des Ganzen ist eigentlich, sein Leben anzugehen, nur irgendeinen Bereich gerade, je nachdem, wo man da steht. Was auch immer einen gerade so, sage ich mal, am meisten nervt im Leben, was einen stört, was einen handicapt. Zum Beispiel, mir hat jemand geschrieben, dass sie den Rosa Solutions Online-Kurs nicht mitmachen kann, weil sie um 4:30 Uhr aufsteht oder das Haus verlässt und dann um 19 Uhr oder sowas abends wieder nach Hause kommen. Und sie hat gesagt, geht das auch ohne Kochen? Ich sage, theoretisch ja. Aber Freude macht das dann ja auch irgendwie wieder nicht. Und wenn man feststellt, so ich habe einen Job, der es mir nicht erlaubt, dass ich mich gesund ernähre, muss man sich vielleicht fragen, okay, wie geht das anders? Woran liegt das? Liegt das daran, dass ich 2 Stunden zum Job hin und zurück pendle? Oder liegt das daran, dass ich die falsche Position habe. Kann ich die wechseln? Kann ich das Unternehmen wechseln? Was kann ich machen, um mein Leben zu verbessern? Je nachdem, was einen jetzt gerade nervt. Und dann eben nicht, weil einen das gerade nervt, jetzt irgendwie eine Packung Ben & Jerry's leer zu machen, sondern sich zu fragen, was nervt mich? Warum nervt es mich? Wie kann ich es ändern? Und das dann anzugehen. Und ja, aus diesen ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, soll man sich, wie gesagt, die 3 Dinge raussuchen, die man für realistisch hält, ne, was man so machen könnte. Also wer jetzt sowieso schon Haushaltsbuch führt, für den ist es natürlich keine gute Idee, jetzt Haushaltsbuch führen da rauszusuchen, sondern vielleicht zu gucken, zahle ich meine Rechnung pünktlich oder kümmere ich mich schon um Altersvorsorge und solche Sachen. Dass man halt unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen steht. Ja, und dann kann man sich von den 3 Sachen 3 bis 5 Dinge überlegen, wie man das angehen könnte. Und eine Sache davon gleich morgen tun. Weil man das ja auch nicht ewig, ne? Prokrastinieren soll, sprich aufschieben
für auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder so. Ja, und tatsächlich macht das alles Spaß, diese Dinge zu tun, sich um sein richtiges Leben zu kümmern. Ich bin fast schon, ich bedauere es fast schon, dass mir keiner vorher beigebracht, wie viel gebracht hat, wie viel Spaß es machen kann, mit seinen Geldzahlen zu hantieren und zu planen und Sachen auszuhacken, wie man mit Sachen irgendwie umsetzt und was man einsparen kann und all dieses ganze Zeug. Das ist ja sehr spannend. Spannend und interessant und macht mir Freude. Ist schade, dass ich es vorher nie wusste. Ja, das war es dann auch schon. Also das Buch heißt, wie gesagt, Shrink Yourself. Ich habe das auch nochmal verlinkt unter diesem Beitrag von Dr. Roger Gold. Und das war's auch. Gibt es von eurer Seite noch Fragen zu irgendwas oder Anmerkungen oder Kritikpunkte oder sonst was? Kann ich da runterscrollen? Hier haben jetzt so viele Leute Hallo gesagt. Wird nix. Nee. Okay. Dann soll es das gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ah, oh, danke schön. Jetzt kommen Smileys und Herzen und. Und irgendein kam auch. Wer war das denn? Ich verstehe Emoticons nicht so gut wie Sprache. Sprache wäre konkreter. Ein Groll-Smiley kommt. Egal. Okay, das soll es gewesen sein. Ich sage ciao. Bis ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis Montag auf meinem Kanal, nehme ich an. Also euch jetzt. Für alle anderen, die auf meinem Kanal diese Video gucken, natürlich bis Mittwoch. Das war's. Ich sage ciao. Eure Silke.